Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und ich wollte euch ja noch ein bisschen auf die Folter spannen, ob wir jetzt dieses Alien da schön vernichten können oder auch nicht. Also finden wir es heraus. Ich möchte anmerken, das Auto da brennt sowieso. So, wir müssen... Im Moment ist keiner von denen auf Feldposten. Wohin kann er denn theoretisch gesehen laufen? Er kommt bis da. Sonst aktiviere ich bei ihm einfach mal Sturm und Schuss. Bringt ihn zur Strecke. Dann sprinten wir mal dahin. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie sie. Wir haben ein neues Ziel. Das dachte ich mir. So, jetzt kann ich das Ding jetzt scheinbar sogar noch deaktivieren und dann auf das Alien schießen. Der Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Ja, wir verstehen ja auch unseren Job. So, ich hoffe ehrlich gesagt, wenn das Auto erst die nächste Runde in die Luft fliegt, fliegt das Alien da auch mit in die Luft. Was wir eventuell machen könnten, ist nach dort laufen und einfach nochmal auf den schießen, falls das Auto doch nicht in die Luft fliegt. Verdammt, Feind lebt noch. Mit ihm zieht mich mal ein bisschen weiter zurück in Deckung, weil ich auch nicht weiß, wie groß da die Explosion gleich sein wird. Und dann geht er mal. Ich glaube, er geht mal in Deckung. Es reduziert auch die Sichtweite. Ich glaube, der geht mal auf Feldposten. Der Sprit geht gleich hoch. Boah, der Sprit geht da gleich hoch. Okay. Eigentlich muss ich ja nur noch bis dahin kommen. Ihm renne ich mal bis dahin. Kurz mal Übersicht verschaffen. Ryan bleibt erstmal hinten. Ja, mit ihm renne ich. Ja, ich renne da bis zur Bombe. Dann kann ich die nächste Runde direkt deaktivieren. So, er spurtet auch mal weiter. Nein, scheiße! Verdammt! Bin ich eigentlich dämlich? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Da habe ich echt die Dummheit gefressen wieder mal. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der es überleben wird. Ach, dann geht er nochmal auf Feldposten. Scheiße! Kommandant, er überlebt, oder? Sie registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. So, das Ding ist aus. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Ja, das dachte ich mir schon. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Ziele wurden aktualisiert. So, spurte mal da links rüber. Ich würde sonst mal sagen, die beiden, in Anführungsstrichen, decken da hinten ab. Mit anderen Worten, verkriechen sich besser. Der geht mal auf Feldposten. Auch wenn er nur eine Schrotflinte hat. Er kann sich noch ein Stück weiter zurückziehen. Und immer wieder auf Feldposten gehen. Muss der denn da runterfallen?
Ja, guter Versuch, guter Versuch. Das ist ganz schön Gefahr eigentlich. Kann sich da jetzt aber auch nicht wegbewegen, natürlich. Verflucht! Dann hau den da oben weg. Sehr gut. Sieht von euch den einer? Nee, natürlich nicht. Ich möchte mit denen jetzt ja auch wieder nicht so viel unbedingt machen. 63%. Ach, dann soll ein Stück nach vorne laufen. Scheiße. Hätte man besser nicht gesollt. Gut, der hat nicht getroffen. Naja, versuch's. Triffst du wahrscheinlich sogar. Gut gemacht, Strike One. Die Energiesignatur der Bombe wird mit Null angezeigt. Sehr gut. Vielleicht hätte ich den sogar noch gleich einfangen können, aber das Risiko war mir jetzt einfach zu groß. So, wieder zurück nach Europa. Oh, alle sind aufgestiegen. So, Sergeant. Was kannst du denn jetzt? Der erste gegnerische Reflexschuss verfehlt diese Einheit automatisch. Na, mir gefallen die blitzschnellen Reflexe besser. Ah, Corporal. Wir zum Sergeant auch. Drei Medikits auf einmal. Ne, ich möchte ihn doch lieber als Heiler da haben. So, und zwei Scharfschützen haben wir jetzt. Okay, dann mal weiter. Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Sehr gut, jetzt können wir Insektoiden verhören. Ich hätte ja eigentlich... Ach, ich hätte vielleicht doch noch versuchen sollen, den dünnen Mann mitzubringen. Gute Arbeit, Commander. Durch die Entschärfung des Brandsatzes erfährt die australische Bevölkerung nicht mal, dass wir überhaupt eingreifen mussten. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Selbstverständlich. Dann gucken wir mal. Nee, was? Wir gucken gar nichts. Wir spulen die Zeit ein bisschen vor. Die Autopsie ist nämlich abgeschlossen. Giftdrüsen, Giftdrüsen sind nie gut. Wie immer, wer es lesen will, kann das Video anhalten. Ja, und jetzt verhören wir einfach mal den Sektoiden. Hey, ich will gar nicht wissen, was die jetzt genau mit dem machen. Dann scannen wir einfach mal weiter. Man hat ja sonst nichts zu tun. Also, wie ist es gelaufen, Doktor? Besser als erwartet. Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage, einige neue Informationen zu extrahieren. Sie sagen, das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt,
Aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen. Aktuelle Bilder und Gedanken. Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht. Das kennen wir doch bereits, Doktor. Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir... Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem. Das ist das Ding, das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstochern? Das ist das nächste Teil des Puzzles. Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen. Okay. Gabriel Garcia ist in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Das ist schön und die Forschung ist auch abgeschlossen. Ja, schon wieder was zum Fangen. So, was können wir denn jetzt Schönes machen? Vielleicht sollten wir auch mal die Waffenfragmente untersuchen. Gibt's nicht... Ne, es gibt's hier überhaupt nicht. Es gibt ja gar keine Munition oder so. Oder doch? Also nur, dass man nachladen muss. Im ursprünglichen UFO gab's doch die... Munition, die man wirklich noch für die Einsätze kaufen musste. Oder ich verpasse ja einfach nur irgendwas. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dieses merkwürdige Alienwesen zu finden. Das, das sich um den Kristall zu formen schien, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Das ist alles, was wir im Moment haben. Ja, ich werde mich bemühen. Wo ich gerade drüber nachdenke, ist, ob ich in der Offiziersschule vielleicht die Truppgröße erhöhen möchte. Was es alles gibt. Das ist recht preiswert. Ich kaufe es einfach mal. In Kriegszeiten so, gibt es immer einen Anführer, einen General. Jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autorität kann so eine Vielzahl an außerirdischen Spezies kontrollieren? Was lässt sie diesen Plan verfolgen? Ich habe gerade dem schon wieder nicht zugehört. Ich bin wieder sehr unaufmerksam. Ne, die Wahrheit ist, ich habe bei mir irgendwie gerade keine Tonausgabe. Warum auch immer. Ja, bauen wir uns dann mal ein paar von den... Was kosten uns Sektoidenleichen? Wieso kostet denn sowas Sektoidenleichen? Nur noch 3 Stück pro Ding. Satellit könnten wir hier auch noch bauen. Aber später, später. Das können wir eigentlich noch in Einrichtung später machen. Oder jetzt machen, oder... Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Wir können vielleicht damit anfangen, das hier mal auszuheben. Um einen neuen Bauplatz zu schaffen. Und dann gehen wir mal wieder... Wir können uns eigentlich mal ganz kurz das Lagezentrum an. Die Vernehmungsmethoden von Dr. Wallen sind mit Sicherheit effektiv. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist der Albtraum jedes Aliens. Okay. Ich kann mir mal die Finanzen angucken. 455 machen wir brutto. Okay. In der Nähe von UFO-Absturzstellen. In dem Fall suchen wir mal nach welchen.
So, das ist abgeschlossen. Damit können wir jetzt Scopes herstellen. Ein Zielmodul. Verbessert die Zielgenauigkeit der Soldaten enorm. Was braucht man hier für 40 Waffenfragmente? Braucht das denn Waffen? Braucht die Waffe denn Waffen, genau. Braucht das denn Munition? Sonst spare ich mir, glaube ich, dafür mal ein paar Waffenfragmente. Und in der Zeit erforschen wir die. Für diese Technologie gibt es verschiedene mögliche Anwendungen. Ich bin sicher, das Wissenschaftsteam wartet nur darauf, mit der Arbeit zu beginnen. Ich lasse sie wissen, sobald wir etwas finden. Die Experimental Kriegsführung. So, ich würde sagen, nach Aktivitäten suchen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.